Im EZB-Direktorium kann der für den 1. Januar geplante Personalwechsel vonstatten gehen. Frankreich nominierte den 42-jährigen Benoît Cœuré als Nachfolger für den Italiener Lorenzo Bini-Smaghi. Dieser war zum Rücktritt aufgefordert worden, weil sonst Frankreich nach dem Weggang von Jean-Claude Trichet im Direktorium nicht mehr vertreten gewesen wäre. Ansonsten hätte Paris die Präsidentschaft des Italieners Mario Draghi nicht unterstützt.